Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video hier auf meinem Kanal. Heute möchte ich euch mal wieder was Neues präsentieren, und zwar geht es um eine Gaming-Tastatur von der Marke Asus. Und da packt man die jetzt mal zusammen aus und schauen, was die so alles zu bieten hat. So, erstmal haben die hier so eine Folie verpackt. Genau, kann man auch schon besser lesen, was da alles so drauf steht. Also die nennt sich Asus Sagaris GK100 Backlight Gaming Keyboard. Okay, die hat eine Hintergrundbeleuchtung in verschiedenen Farben. Sieben verschiedene Farben sind da zu sehen. Allerdings nur eine Hintergrundbeleuchtung, nicht die Tasten selber. Also das muss man wissen. Man kann dann also nicht im Dunkeln sehen, welche Taste was ist. Vielleicht ein bisschen, aber die ist auf jeden Fall nur im Hintergrund beleuchtet. Hat goldige Anschlüsse. Hat, was steht da noch drauf? Ich kann das so schlecht erkennen. Cable Type, was heißt das? Also eine Ummantelung, denke ich mal. Sieben verschiedene Farben. Ein Tastenhub, weil sie eine Gaming-Tastatur ist, von 4 mm. Ist aber keine rein mechanische Tastatur, sondern das ist irgendwie so eine Mischtastatur. Ich kenne mich da jetzt nicht so gut aus, aber es ist auf jeden Fall nicht richtig eine mechanische, aber so ähnlich. Hat 23 Tasten Anti-Ghosting-Funktion oder Anti-Ghosting-Tasten. Was steht auf der Rückseite drauf? Genau. So sieht es von hinten dann aus. Die ist dann kompatibel mit Windows 7, Windows 8, 8.1 und Windows 10. Länge 47 cm. Höhe müsste das dann 18,5 cm sein. Und die Dicke ist ja, 3 cm, denke ich mal. Ja, circa 3 cm. Kabellänge ist 1,65 lang und Gewicht 775 Gramm. Gewicht spielt ja da meistens nicht so die Rolle. Ja, Keycap Travel Distance 4 mm, das ist dann der Hub. Sieben verschiedene Farben: Rot, Grün, Blau, Purple, Gelb, Sky Blue, also so hellblau, Weiß und dann noch aus. Und 12 Hotkey-Tasten hat sie drauf. So, jetzt packen wir das mal aus. Schauen wir mal, was da so alles drin ist. Okay, da kommt erstmal Papier, aber nicht so viel eigentlich. Ist ganz gut. Das ist eine kleine Anleitung. Genau, die Funktionstasten sind hier beschrieben, welche Taste was bedeutet. Also immer Funktion, und die Funktionstasten hier oben sind dann eben verschiedene Geschichten, zum Beispiel Browser öffnen, Mail-App und so weiter und so fort. Genau. Und auch Funktionstasten lassen sich dann eben die Beleuchtungen ändern. Das schauen wir uns dann jetzt gleich an. Steht es auch irgendwo auf Deutsch drauf? Oder war das da gerade eben schon? Romana. Da, hier ist Deutsch. Genau. Also, und was haben wir dann hier noch? Irgendwie so. Genau, Garantiebedingungen. Das brauchen wir jetzt auch nicht. Dann holen wir das gute Stück da mal raus aus der Verpackung. Jetzt haben wir das gute Stückchen. Also schön in Schwarz gehalten mit so roten Applikationen drin. Fühlt sich gut an. Ist also kein billiger Kunststoff oder sonst was. Hinten haben wir dann noch diese Füßchen. Des Weiteren sind hier unten Gummierungen dran, dass die nicht rutscht. Ist auch ganz wichtig. Jo, hier ist das Kabel. Schauen wir mal, machen wir mal einfach auf. Ja, das ist auf jeden Fall so Nylon ummantelt und schön lang auf jeden Fall. Jetzt versuche ich das mal. Ah, hier ist sogar noch so eine Kappe drauf. Und hier sieht man dann auch
Gut, ob das was bringt, wenn das jetzt vergoldet ist. Ich habe da schon mal gehört, dass das überhaupt gar nichts bringt. So, jetzt stecke ich den nur mal hier in den Laptop ein und hoffe, dass man das jetzt gut sieht. Ja. Müsste man gut sehen. Also jetzt ist sie auf jeden Fall rot beleuchtet. Ich hoffe, ihr könnt es sehen. Passend zu den Applikationen. Ich finde, das sieht eigentlich sehr gut aus. Numlock-Taste ist auf jeden Fall drin. So was, was kann man jetzt hier alles umstellen? Hier ist die Helligkeit. Also jetzt habe ich es dunkel gestellt. Oder ganz die Farbe ganz hell gemacht oder ganz grell. Und jetzt kann ich hier mit Funktion, kann ich das so einstellen. Dann, ich mache mal kurz das Licht aus, vielleicht sieht man das dann besser. Kleinen Moment. Kann man das so besser sehen? Jo, denke ich schon. Schalte ich mal durch. Das wäre blau, pink, gelb, dieses hellblau, weiß, ganz aus und wieder rot. Jetzt mache ich das Licht wieder an, kleinen Moment. So, also da haben wir schon mal die Farbe gesehen. Also jetzt schaltet sie zum Beispiel auch durch, das kann man auch einstellen. Dass sie immer so, aber das gefällt mir jetzt ehrlich gesagt nicht so, wenn da immer eine andere Farbe durchläuft, aber das ist Geschmackssache. Jetzt probiere ich mal den Tastenhub aus. Jetzt einen Moment. Ja, also der ist richtig. Das sind ja die Gaming-Tasten. Also sehr gut. Sie wird auch angegeben mit einer Garantie von 20.000 Anschlägen. Das ist auch eine Menge. Oder jetzt einen Moment, ich lese das mal lieber nochmal. Wie heißt das? Nein, 20 Millionen Tasten, habe ich gerade gedacht, 20.000 wäre an einem Wochenende. Also 20 Millionen Anschläge, hat sie eine Garantie vom Hersteller drauf. Kann man ja sowieso nicht sehen, aber auf jeden Fall traut sich der schon mal was anzugeben und das ist nicht schlecht. Also sind eine gute Marke, also ich habe da schon mehrere Geräte von denen gehabt und kann da bisher nicht klagen. Jo, das war's schon mit der Vorstellung. Ich denke mal, die ist nicht schlecht. Ist nicht so übertrieben, sieht noch schlicht aus, hat eine schöne Beleuchtung, jo, macht richtig Spaß. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video dann. Ciao!